So. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Schauen wir ins Inventar. Gemergel modden da. Da machen wir drum. Und einmal gibt es Feuer. Kämpfen wir weiter mit unserem Hammer. Oder? Na, wir kämpfen mit dem da. Gut, wir müssen eigentlich schauen, was wir jetzt machen. Tagebuch. Brust. Machen wir mit diesem. Finden Sie Marco, den Wasserlieferanten. Finden Sie Hans, den Jäger. Okay, aber es macht mehr speziell so. Jetzt haben wir also mal ein Ründchen aufs Ohr. Wo geht's denn da rein? Wo geht's rein? Nein. Jetzt legen wir uns mal ein Stündal hin. Haben wir vielleicht einmal gespeichert. Ah, das mit dem Abstand. So. Das ist hell. Oh ja. Weil sie mal wissen, wo das ist, wo irgendein Wasser sabotiert wird. Nein, das ist ja nicht übel. So. Das ist der Hans. Dann rennen wir erst einmal zu 2. Ach, so schön ruhig am Morgen. Wer bist du so? Bist du da gerade in den Brunnen? Du Sau. Morgen, morgen. Moin. Trotzdem weh, oder wenn da mal Matratzen liegt und ein paar Reifen. So gut, können Sie es nicht kraxeln. Doch, das ist fair. Es ist nicht fair, dass du Unterstützung willst. Das ist nicht fair. Ich hab was für dich. Der Trick. Ich hab nichts gesehen.
Nee. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Reicht das? Nein, eigentlich nicht. Das reicht aber bei weitem nicht. Mein Leben für die riskiert. Stacheldraht. Oh, Bienen. Bienen. Zack. Es wird doch schon wieder besser. Hans? Hans? Hans, bist du da? Kann er da rein? Hans! Hans? Was zur Hölle? Halt! Trink das Wasser nicht! Wasser? Das ist kein Wasser. Der Volltrottel muss schon wieder die Flasche verwechselt haben. Der würde seinen eigenen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Was meinst du mit Flasche verwechselt? Er nimmt immer ein bisschen Zielwasser mit, wenn er jagen geht. Aber der Alk ist noch hier. Also hat er Wasser mitgenommen. Wo ist er? Und was geht dich das an? Das Wasser, das er von Julian hat. Es könnte verseucht sein. Er ist jagen bei diesem Militärturm, ein paar hundert Meter westlich von hier. Oder er ist bei den Höfen. Ich gehe zum Turm, du gehst zu den Höfen, schnell. Warte, warte! Nimm den Alk mit, falls er schon was von dem Wasser getrunken hat. Was da drin ist, tötet bestimmt alles andere ab. Mhm. Naja. Schauen wir mal. Gibt's nichts zum Holen? Schnell, wir müssen Hans retten. Na, so viel Zeit ist. Mal schnell mal durchlooten. Mühle aktivieren, ne? Ah,
Verstehe. Wir werden bestimmt sterben. Na, das lassen wir. Das lassen wir bleiben. Da plündert man bloß. Ist die schon offen? Ja, manchmal. Das Gute ist, dass die wohl einigermaßen gleich aufgebaut sind. Da weiß, wo der Loot ist. Hans wäre schon nicht gleich was dringen. Oh, Basie. Hans! Scheiße, verflucht! Verdammte Kacke nochmal! Hans? Hans? Och, du alter Idiot! Hans? Hans, da ist der Hans. Hans? Bist du Hans? Was willst du? Hast du was von dem Wasser getrunken? Allerdings habe ich das. Schmeckt wie Pisse. Da ist dein Alk. Nimm. Deine Frau hat gesagt, sauf. Nun trink schon. Scheißdreck. Was? Das hat meine Frau gesagt? Meine Anna? Sie glaubt, der Alk ist stark genug, um das Gift aus deinem Körper zu blasen. Ha! Meine Frau? Also liebt sie mich doch noch, obwohl sie immer nur stichelt und rummäkelt. Und da sagt man, Romantik ist tot. Hier, dafür, dass du mir den Tag gerettet hast. Und vielleicht das Leben. Brauchst du Hilfe beim Rückweg? Nee, mir geht's gut. Ich und mein Fläschchen Alk hier haben noch einen wichtigen Termin. Oh, er hat einen wichtigen Termin. Was jockst du da eigentlich, Junge? So, Ruhe. Aiden, wie geht's dir? Super. Kommst du zurecht in der Stadt? Ja. Na, ich war hier und da. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich hab einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich jetzt bist du tot, Fickfresse! Wir treffen uns auf dem Dach nahe der U-Bahn-Hauptstation. Du entkommst nicht. Muss er nicht in den Kämmer. Ah, sind die Wichser. Wollten die meinen Hain plündern? Wissen wir nicht, dass doch eine Ulle mir kennt. Denn ich bin der neue Superheld in dieser Stadt. Keiner legt sie mit Aiden nach. Mit keinem Klauert von den meisten, weißt du, jeder kennt mich. Leute, das hier ist Sarah. Hi, Sarah. Hallo, Sarah. Hallo, Sarah. Servus, Sarah. Hallo, Sarah. Sarah,
möchte uns heute etwas erzählen. Kannst loslegen, Sarah. Als ich 2024 herkam, war ich jung. Ich hatte mein komplettes junges Leben in einer kleinen Stadt verbracht. Aber irgendwann musste ich fliehen. Wie alle anderen auch. Ich hörte, dass Villador noch Leute aufnahm. Und daher, wir marschierten 40 Tage und 40 Nächte lang. Als wir hier ankamen, hatten sie gerade die Tore zugemacht. Also schlugen wir vor den Mauern unser Lager auf, wie tausende andere. Die Infizierten kamen zu uns. Wir schlugen sie tagsüber mit Steinen zurück. Nachts wurde es gefährlicher. Manchmal hatte ein Scharfschütze auf der Mauer Erbarmen mit uns und half uns. Und irgendwann tauchte dieser Typ auf und sagte, er würde uns durch die Kanalisation reinschmuggeln. Doch kaum waren wir jenseits der Mauer, verschwand er mit unseren Habseligkeiten. Eine Patrouille erwischte uns. Sie steckten uns in einen Laster und lachten. Sie würden uns zum Moshpit bringen. So nannten sie das Flüchtlingslager im Stadion. Wir schliefen auf Brettern. Wer halbwegs fit war, musste Latrinen graben. Und Gräber. Täglich eine Mahlzeit. Keine Decken. Wir waren einen Monat lang krank. Jake bekam Gelbsucht. Wo sie ihn vergraben haben, weiß ich nicht. Da stand ich, allein mit meinem 3-jährigen Sohn. Eines Nachts ging der Strom im gesamten Stadion aus. Alles war grabesschwarz. 15.000 Leute waren da, ohne UV-Licht. Panik brach aus. Ich nahm Ben und lief los. Wir kämpften uns durch die Menge durch. Da hörte ich so einen Krach. So wie ein Feuerwerk. Die Leute zeigten auf irgendwas. Als ich hinschaute, sah ich, wie ein Gebäude eine gelbe Wolke ausspuckte. Über der Stadt flogen diese Dinger, wie riesige Bienen. Es war der schwarze Montag, der 6. Januar 2025. Sie schmissen Chemiebomben ab. Überall war gelber Staub. Das gesamte Lager lief los. Ich wurde zu Boden geworfen und ich verlor Ben aus den Augen. Ich schrie seinen Namen, aber die Menge war zu dicht. Die Leute drückten mich auf die Straße. Es roch nach Angst. Der Himmel war gelb. Ich fiel in Ohnmacht. Wachte am nächsten Morgen auf. Alleine. Auf einem Dach. Zwischen verstümmelten Leichen. Ich hörte, wie die Infizierten die Leichen ausweideten. Ich dachte, ich würde meinen Sohn Ben nie wiedersehen. Eine Woche lang durchsuchte ich die Leichenberge. Auf der Suche nach meinem 3-jährigen Sohn. Dann sagte mir jemand, dass der hiesige Priester eine Liste mit Leuten hätte, die vermisst wurden und wieder aufgetaucht sind. Carl. Es stellte sich raus, dass Ben von einem Paar in der Stadionmenge gefunden wurde, als wir auf die Straße gedrückt wurden. Ist schon okay. Lass es raus. Als ich ihn fand, dachte ich, ich würde vor Freude sterben. Wir hatten überlebt. Alles andere war nebensächlich. Wir hatten überlebt. Thank you.
Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Sorry, ich hab's Mikro vergessen beim Einschalten nach der Therapiesitzung. Ich war so gefesselt. Also natürlich werden wir die Zombies da verscheuchen, um rauszufinden, was los ist. Und natürlich um Trophäen zu kriegen, um weiter abzugraden. Warum hält sie dir denn da fest? Auf dem Weg, Bursche. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Na, wo ist denn? Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallte, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich hab mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee, warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen. Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombiewasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Also, haben wir einen Deal? Schwierig. Du bist echt ein hässlicher Vogel. Aber was soll's. Du willst dich nur vor Dieben schützen. Randard,
unschuldig Wasser kauft. Der hat halt Wasser. Alle Leute brauchen Wasser. Julian verkauft kein Wasser. Ah, na schön, wir haben einen Deal. Okay, wir haben einen Deal. Hier das Mehl. Und noch eine Zugabe. Mehl muss der heiße Scheiß sein, oder? Wodka. Kann ich da wieder rausgehen? Muss natürlich oben rausgehen. Vielleicht kann ich aber jetzt auch Julian die Wahrheit sagen. Du Ken. Hallo? Geht's aber auch nicht ganz raus. Gehen wir doch schnell mal beim Passat vorbei. Hoch mit dir. Zack, zack.